Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2 Online. Ja, Leute, wir sind, es ist Winter, es ist kalt. Oh, ich habe das Ding gerade angestoßen. Wir gehen uns kurz neue Schuhe holen, weil ich kann euch kurz zeigen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ihr habt das in dem Video noch nicht gezeigt. Ich habe nämlich, so, wir binden hier kurz Bullet an. Muss auch immer sein. Ja, okay, der Typ hat kalt, ja. Okay, wenn wir jetzt hier reingehen, wir haben hier, ja gut, man sieht es hier nicht so gut. Wir haben hier auf jeden Fall ein Fellmantel, dann habe ich Handschuhe an und jetzt brauche ich eben noch Stiefel am besten, eigentlich für den Winter, weil, naja, die geben halt, ihr seht hier die Handschuhe. Kleidung, Stiefel, die Frage ist jetzt, welche geben natürlich warm und sind am besten nicht so teuer? Die hier wären sicher gut für den Winter. Die hier sehen noch, ja, auch gut, aber die sind auch mega teuer. Ach Gott, Alter. Gibt es vielleicht noch Hosen, etwas wärmere? Weil oben haben wir warm, aber unten halt nicht so. Ja, okay, ich finde jetzt hier nichts. Komm, scheiß drauf, Alter. Wir gehen jetzt einfach so raus in den Winter, in die Kälte. Und, Kern der Gesundheit ist leer. Oh, sheesh. Okay, dann essen wir erstmal ganz kurz was. Beispiel hier so ein paar Boden. Genau. Auf lecker. Aber erstmal, bevor wir so richtig losreiten, flingen wir natürlich noch kurz Bullet. So, jetzt wo Bullet eigentlich auch ready ist, gehen wir hier vorne. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube Joe. Kann das sein, dass der Joe heißt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir so einen Typ, so einen Kumpel. Und der gibt uns wieder eine Lecker-Schmecker-Aufgabe, die wir erledigen können. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Okay, nee, das ist nicht Joe. Was heißt der nochmal? Gefängnisausbruch. Wir nehmen mal das, das hört sich spannend an. This is a jailbreak out the lockup in Valentine. Old Roy got caught, so old Roy needs saving. You can do that, can't you? The moral of the story is don't get caught, ain't it? And hope you got a friend like the boy. Here, go and get him. Stimmt, the boy hieß er. Gefängnisausbruch. Episch. ja, wir gehen mal dahin, ne? Dann würde ich sagen, bis später. Ah, das ist ja schon hier. Ach, wow. Das ist einfach in Valentine selbst. Wow. Ja, gut. Der Kurt würde wahrscheinlich nicht so stattgefunden haben. Something you have not thought this through. Sheriff keeps key on his desk. Go and get him. Wehe, du machst eine falsche Bewegung. You steal it from a county jail? The hell you been drinking? You swine. Scheiße. Hä? Bruder. Komm, Bullet. Oh Gott. Come on, ist der Typ aufgestiegen? Ja, okay, wichtig. Scheiße, Mann. Okay, schnell weg, schnell weg. Scheiße, Leute. Action pur, Alter. Das wird gefährlich. Ich glaube, das Hotel ist hier auch direkt in Valentine, aber wir müssen halt erstmal die Polizei verlieren. Sonst sind wir tote Männer. Ich sag's, wie es ist, Alter. Als ob das ein scheiß Stein ist. Oh! Och nein. Okay, sie haben uns, glaube ich, aber noch nicht wiedergefunden, oder? Oh Gott. Alter, stell dir vor, ein Pferd einfach, wenn es zu zweit dann so springt, Alter. Oh Gott. Mann, ich habe nichts zu trinken und ich habe Durst. Das ist scheiße. Okay, erstmal ein bisschen weg hier. Ist der Balken hier weg? Ist halt so. Ja, ich weiß, dass du deinen Stuff brauchst, aber wir müssen erstmal vor der Polizei fliehen. Oh. Oh Gott. Ja, Bullet, beruhig dich. Vielleicht müssen wir den letzten hier noch kurz erschießen. Oh Gott. Hä, wieso kann ich nicht wechseln? Ach so, jetzt. So. Headshot. Von uns haben wahrscheinlich andere Schüsse gehört. Jetzt kommen die wieder, ne? Scheiße, und hier ist eine Klippe. Wir reiten einfach kurz hier unten durch. Bullet muss sich auch kurz ein bisschen ausruhen.
Okay, aber jetzt ist niemand mehr hinter uns her. Gut, wir haben unten keine roten Balken mehr. Oh, trotzdem sollten wir noch aufpassen. Digga, kann dieses scheiß Ding jetzt mal ablaufen jetzt, ey? Geht ja ewig. Okay, Gesetzeshüter sind allerdings... Nein, ey, wenn die jetzt wieder kommen, ne? Komm, steig auf, los, schnell. Oh Gott. Das ist auch mehr Glück als Verstand, Alter. Und hier geht's direkt weiter runter. Och nein. Doch, hier vorne geht's runter. Oh Gott, Alter. Zum Glück. Scheiße, Mann. Oh, wir haben sie zwar bald abgehängt. Och Gott, ey, das war aber auch so gefährlich wieder, ne? Das, hätte derbe in die Hose gehen können, Alter. Ich hoffe auch, dass die Aufnahme einigermaßen so flüssig ist und dass es nicht so leckt. Hä? What? Wieso jetzt wieder? Oh mein Gott. Unruhestiftung? Was? Hä, ich bin dahin geritten. Mehr nicht. Was für Unruhestiftung? So, komm, steig ab hier. Ja, moin. Oh Gott, Alter. Oha, Bullet. Oh Gott, ist ja einer von uns. Hä, hey, wieso geht er denn... Wieso geht er nicht in Deckung? Was ist das denn? Was ist das auch für eine scheiß Mission, Alter? Er muss sein freaking Versteck suchen. Was ist mit dem? 5. Bruder, wie lange das die... Wie viele Schüsse das die auch aushalten? Alter, 6 Schüsse. Wollt ihr mich verarschen? Alter, der steht wieder auf. So, jetzt aber. So, komm, jetzt durchsucht deine Scheiße, Alter. Wo ist da noch einer drin hinten? Ich check's aber gar nicht, was mit dem los ist, ne? Der Typ macht aber auch einfach nichts mehr, ne? Da steht es nur darum. Boah. So. Der ist ja auch so hängen geblieben. So, Bullet, let's go. Ich hoffe, du hast dich ausgeruht. Bruder, was macht der denn? Jetzt geht's weiter. Scheiße, Mann. Was macht der denn auch so lange? Ey? Oh Gott. Oh, Alter, dieser. Oh Gott. Ja, noch ein Pferd. Das war echt nicht schlecht, Alter. So, Leute. Ich bin da mit eurem neuen Homie. Mission abgeschlossen. Okay, wir sind einmal gestorben. Das war ein bisschen dumm, aber unser Typ ist irgendwie auch nicht in die Deckung hinterm Zaun gegangen. Aber naja. Ah, Bullet steht auch da. Guck, wir haben hier ein kleines Meeting. Alter, das gibt ja voll viel XP. Okay, Geld gibt es fast nicht, aber 200 XP. Wie viel XP haben wir denn jetzt? Wir sind Level 23. Okay, scheiße. Reicht noch nicht für ein Zweithäuser. Scheiße, ich wollte jetzt sagen, wir machen noch ein paar tägliche Herausforderungen, aber die sind übel scheiße. Naja, dann reiten wir mal zurück nach Valentine und gucken mal, was dort so abgeht. So, Leute, wir verkaufen hier kurz unsere Sachen hier beim Metzger. Oh Gott, alter Bullet, was war denn das jetzt? So, wir steigen hier mal ab. So. Ja, hi, ne? Verkaufen bitte. Ja, jetzt haben wir noch sehr viel Fleisch, weil ich immer mit meinem Kollegen ein bisschen jagen gehe und deswegen verkaufe ich das kurz alles. Oh, come on, die letzten Wolfsherze kann ich also wirklich jetzt auch noch verkaufen. Come on. Come on. Digga, wieso leckt das so? Wieso? Ich drücke jetzt alles verkaufen, sonst geht das wieder nicht. Boom, wir haben alles verkauft. 147. Wie viel hatten wir vorher? Ich weiß es leider nicht, aber ich denke, wir haben ziemlich Plus gemacht. Leute, während wir hier im Ladescreen... Ah, nee, okay, jetzt geht's. Okay, perfekt. So, Leute, wenn wir hier auf chillig noch ein bisschen aus Valentine hier raus... Schritteln, Alter, laufen oder reiten halt. Würde ich sagen, was mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.